Jo Leute, Hobbytiere, Gamer Engineers, ratet mal, wen ich mal wieder dabei habe. Hallihallo. Ja, Marc ist natürlich mal wieder dabei. Eh klar, bis auf Kapitel 4 soll er überall vorkommen, weil Kapitel 4 einfach derbe kurz ist. Immer noch in Sorge um Tippis Wohlbefinden öffneten Mario und Freunde die fünfte Tür. Sie mussten immer noch drei reine Herzen finden. Die drohende Zerstörung der Welt rückte in alarmierender Geschwindigkeit näher. Würde Mario noch genug Zeit bleiben, um ein Happy End herbeizuführen? Wer weiß. Schalten Sie nächstes Mal wieder ein, wenn wir es... Der absolute Cliffhanger, nach einer Minute paar. Oder so, direkt nach der Werbung. Boah, Werbung. Und was hatten sich Graf Knickwitz und sein... und Scherken wohl schon wieder einfallen lassen? Dieses Abenteuer wurde mit jedem Schritt gefährlicher und spannender. Tja, das werden wir noch sehen. Also wie wär's, wenn du mir und den Zuschauern das letzte Kapitel zusammenfasst? Also ich habe überhaupt nichts davon mitbekommen, vielleicht könnte ich mich vage noch dran erinnern. An das ist das Kapitel mit dem Weltraum. Ah, okay. Aber ich habe trotzdem keine Ahnung, was da passiert ist. Ich kann mich nur an die visuellen Eindrücke erinnern. Ja, also du holst so gesehen einen vergessenen Clearpool. Nein. Einen Weltraum, also einen Außerirdischen, der heißt Clearps. Ja. Und bei, also der führt dich zum reinen Herzen, wobei er einmal noch mit Boxenstopp am Scheißhaus zurücklegen muss und dann durch eine Raumdimension direkt in die Bohrzone, wie ich sie nenne, gelangt und dort triffst du halt auf den mysteriösen Meister L. Ah. Ja. Achso, soll ich gefallen? Ja, der bist mal du. Also sie. Okay. Wo sind wir nur? Tja, irgendwo mitten in der Luft. Keine schlechte Aussicht von hier oben. Leider ist kein reines Herz erkennbar. Moment, von hier oben? Ah! Oh meine Güte! Großer Fels, der über uns wacht, Klippleinen, du kleine Felsen, brauchen Hilfe! Hilf, Klippleinen, da! Oder Klippleinen, bald weg! Ende ist nahe. Nein, wir klippen weiter. Rette Klippolana da. Klippi, Klippu, Klippu. Du musst noch das letzte Klipp machen. Klipp! So, ich okay. Ja, der Name. Okay, gut. Was zum Klipp? Bist du in Ordnung? Boah, Maleo! Mensch vom Himmel gefallen, da! Ja, Gasaro! Fast verrückt geworden, da! Er komisch geworden! Warte! Er vielleicht von großer Fels, der über uns wacht! Gescheckt! Bist du laut? Übertreib's nicht, Alter! Ich wollte ihm eine etwas exzentrische Stimme verleihen. Ja, das sind Proleten. Das hat doch etwas da! Großer Fels, der über uns wacht, schickt uncoolen Typen. Bitte Zunge da! Zweifel nicht an großer Fels, der über uns wacht. Ganz beklippte. Hey! Hört sofort auf damit! Also ich weiß nicht, ob die mich ins nächste Bierzelt tragen, ich nehme nicht an. Soll ich ihn auch versuchen? Und dann möchtest du. Ich mach schon. Diener von großer Fels, der über uns wacht. Ihr große Brocken, wir nur Kiesel. Was haben die immer mit den Steinen? Wo in aller Welt sind wir denn hier gelandet? Und wer sind überhaupt die? Dies Land von Klippolana, ich Klippolana, er auch Klippolana. Das ist nicht schwer, da. Egal. Großer hier ist Marmoro.
Chef aller Klipulaner. Klipulaner? Wie bitte? Oh, Banana. Ja, das ist ein Donkey Kong Insider. Ah. Okay, Schluss mit lustig. Oh, großer Diener von großer Fels, der über uns wacht. Eigentlich ist das so ein großer Stein, der ab und an mal runterfliegt. Sprechen die von einem vielleicht von einem Meteor? Naja, großer ich bin Fels, mir ziemlich sicher, er hat die Dinosaurier ausgelöscht. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn das dein allerliebstes Lieblingsspiel überhaupt ist, das du so gut kennst wie kein anderes, dass du die Antwort darauf weißt. Kribbelane hier unten Probleme, schwere Probleme, große Gefahr. Eines Tages mutierte Pflanzen kommen namens Floro Sapiens. Angelehnt an Homo Sapiens. Schnappen sich Klipulaner, wir aber friedlich, sie nicht friedlich. Rettungstrupp von uns, jetzt muss gerettet werden, wir am Ende mit Latein. Aber wir nicht sprechen Latein, das macht große Probleme. Wir retten Klipulaner, Mamoru keine Idee hat und Deutsch Peyoda gelernt ich habe, muss mal wieder hingehen. Immer mehr geschnappt. Schlimmer. Entweder wir finden Lösung oder wir alle bald weg. Da? Ja, es musst du nicht jedes Mal. Das musst du dazu lesen. Das ist dir ein spezieller Akzent, den musst du respektieren. Ihr zu schnellen Flora Sapiens, ihr retten unsere Kumpels, ihr helfen Klipulana. Ah, was sollten wir nur nehmen? Na klar da. Was ist, wenn wir das andere nehmen würden? Ich glaube, der würde uns dann also irgendwie überreden. Aha, okay. Nein, wir sind nicht bereit. Wir sagen gleich, ja. Du bist wieder? Ah ja, richtig, ja, zwei. Ihr uns nicht engen lasst, Klipulaner schulden euch viel da. Spitze, Klipowipu! Ja, absolut spitze! Großer Fels, der über uns wacht, euch sicher geschickt. Rücklichter? König Krug ist zurückgekehrt? Was? Klipulaner entführt! Bitte, Klipulaner brauchen Hilfe da! Diener von Grösefels, der über uns wacht, ihr Titel versteht? Da? Sehr brav. Bitte helft uns, ihr Klipulaner, ihr helfen Klipulaner, bitte! Gibt aber einen Grund, warum das bitte so komisch geschrieben ist. Wir werden natürlich mal wieder etwas beschleunigen. Geh einfach mal aus dem Raum raus. Das ist das Dorf von den Klipulanern. Es ist leicht zu erkennen und das sind die Floro Sapiens. Floro Sapiens, ja genau. Du bist dran. Mal sehen, welche Stimme könnte ich denn geben? Eine helle. Hey, sieh dir den mal an. So einen hatten wir hier noch nicht, oder? Da hast du recht, Mann. Muss eine seltene Züchtung oder sowas sein, oder? Seltene Züchtung, genau. Den könnten wir eigentlich zum Polieren des reinen Herzens verdonnern, Mann. Mario, diese seltsamen Kreaturen scheinen etwas vom reinen Herzen zu wissen. Unser Anführer, König Krokus, flippt aus, wenn wir ihm diese seltene Spezies bringen. Klopfen wir sie erst ein bisschen weich und transportieren sie dann ab. Achtung, zwei springen. Ja. Mit eins kannst du das Pixel einsetzen. Ah. Okay, nicht wieder. Stachelspringen kannst du damit machen. Boom. Sehr gut. Oh, das Ding lebt noch weiter. Das Ding lebt noch weiter. Du kannst auch Bowser nehmen, dann machst du doppelt so viel Schaden. Ey, einsammeln. Sehr gut. Plus. Warte. Ja, da. Items. Schau mal, was das Zeug kann. Dazu konzentriert das Saftsuppe. Heilt 3 KP und Vergiftung. Friss es. Du kannst auch die Pixel wechseln. Das weißt du ja, auch. Ich glaube, zum Kämpfen ist der noch ein bisschen. Nicht unbedingt. Soll ich jetzt Bowser auswählen? Kannst du machen. Kannst du Feuer spucken.
Nur unten bei, wenn wir zu einer ganz bestimmten Stelle kommen, dann werde ich mal einen Trick vorführen, mit dem man sehr, sehr viel machen kann. Das musst du dir merken. Aha. Das sieht aus wie eine Yoshi-Statue. Oder? Was sind da? Ich habe ja, einfach nur die Form daraus. Ja. Ein bisschen kantiger als immer. Hm, es scheint, als ob der Anführer dieses Pöbels ein reines Herz besitzt. Wir sollten ihn suchen. Juffi! Hey, ah. Die Säge hauen ab! Hinterher! Die Florosapiens entführen weitere Dorfbewohner. Schlecht! Lauf, Bowser! Oder warte, sollen wir da irgendwo reinschauen? Nein, wähl mal einen Pixel aus, ein anderes. Ja. Pixel. Surfer. Surfer. Drück mal eins. So bist du wesentlich schneller. Sehr gut. Einfach mal durch die Tür. Boom. Ich möchte rein. Ja, mach das. Ich hol mal schnell was. Okay, soll ich schon mal durch die Tür gehen? Sicher. Ja. Yeah. Okay. Pass. Allein Kommentator. Boah. Okay, gleich allein Kämpfer. Sie fliehen! Ich frage mich, wohin sie fliehen. Wir sollten ihnen folgen. Okay. Sollten wir ihnen wirklich folgen oder lieber in die andere Richtung gehen? Bin ich wirklich überfragt? Vielleicht? Ah, oh, okay, gut. Euch habe ich nicht gesehen, euch habe ich nicht gesehen. Und das scheint doch nichts zu machen. Ah, ob ich hier. Oh nein. Das kommt man davon, wenn man in die falsche Richtung geht. Ah, jetzt 10 Sekunden weg und ich war sowas. Er hat mich letztes Mal noch gewarnt, ich soll diese Dinger nicht berühren. Ich habe erst daran gedacht, dass ich schon mitten in der Luft war. Ah, je. Yeah. Hey! Weg da. Naja, gut. Muss mal das warten. Und wir könnten eigentlich wieder die Welt betreten, währenddessen. Und versuchen, ein bisschen was vorzuspielen. Naja, wir haben da gespeichert. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn wir jetzt die Welt betreten, ob wir gleich zum Speicherpunkt kommen oder nicht. Naja. Surfen wir ein bisschen herum. Ja, oh, das geht auch, während wir draufstehen. Ich glaube, ich gehe schon mal rein. So. Vielleicht wenn wir schnell genug sind, merkt er nicht einmal. Ja, okay, so. Merkt er nicht einmal, was vorgefallen ist. Das soll er dann nachher beim Schneiden herausfinden. Ah, nein, nicht hier schon wieder. Nein! Wie kann ich irgendwie ankommen? Warte. Du hilfst sicher. Ja! Okay, das funktioniert so. Ah, okay, wenn sie verdeckt sind, kann ich sie so angreifen. Ich muss sie erstmal in Ruhe lassen, sicher. Ja, ja, und das möchte ich gar nicht. Nein! Jaha! Boah! Wow. Ja, Alter. Wurzel, Frühlingsjahr. Ja, sicher, warum nicht? Hab ein paar KP verloren. Ist hier. Ja, hier ist sicher was drinnen. Aber hier oben ebenfalls. Okay, ein kleiner Blütenringer. Die Frage ist, hätte ich da in die Röhre rein sollen? Nein, du kannst in keine Röhre rein. Aber es gibt ein Geheimversteck hier. Aha.
Vielleicht hier links beim Berg? Nein, du müsstest dich mit Mario drehen. Du siehst es, wenn du dich mit ihm drehst. Aber es ist glaube ich noch nicht hier. Übrigens, mir ist etwas Kleines passiert, das du dann vielleicht nachher beim Schnitt das wäre. Sehen wirst. Das wirst du noch sehen, wenn du das Video bearbeitest. Das ist ziemlich lustig. Das Schlimmste ist, er sagt mir nie, was er angestellt hat. Mit A kannst du dich drehen. Mit A. Ey, schnell, sammel die Münze an. Ah! Münze! Zu spät. Ah, schade. Aber hier ist es nicht. Richtig geil. Nein. Okay. Passt, es ist ein bisschen woanders. Probier's mal hier. Nö. Ja, das sieht noch schlimmer aus. Ah, das sind die Gegner. Die kannst du nicht springen, außer mit Surfer. Oder du killst sie mit... runter. Hier, ja. Genau. Und... ja, was sagst du denn nicht so zur fünften Welt? Beginnt ja schon mal recht... holprig. Recht prähistorisch. Mag ich eigentlich solche Welten. Du musst nochmal nach oben und mit Peach über den Abgrund fliegen. Okay. Stell dich auf die Röhre drauf mit Peach und dann... Abflug. Ja, okay, ich muss nur gedrückt haben. Was? Genau. So. Hier ist eine Münze drin und eine einzelne. Da ist nichts mehr. Runter. Links, rechts, Mitte. Sehr schön. So. Praktisch, wenn du ein lebendiger Guide für dieses Spiel bist. Oh. Du meine Güte! Hast du sie gesehen? Da drüben. Ich müsste mal kurz was... Oh, warte. Ich zeig dir jetzt was. Hier gibt's nämlich die Möglichkeit... Ach, dieses Scheißvieh geht mir total auf die Nerven. Weil wenn man den Controller nämlich in der Luft schüttelt... Und deshalb hasse ich die Viecher. Man muss genau auf ihrer Birne landen. Aber... es gibt hier die Möglichkeit, extrem viele Punkte zu farmen. Und das ist irgendwie ganz gut. Aber die halten halt aus ohne Ende. Das war schon sehr knapp. Einige Male. Das geht auch sehr, sehr lange weiter. Jetzt bist du tot. Ja, kann passieren. Aber das ist es hier allemal wert. Du hast eh vor der Tür gespeichert, also war es eh egal. Ja, stimmt. Das war hier zum Vorzeigen. So, jetzt machen wir das Ganze mal ein bisschen schneller. Achso, du hast vor der Tür gespeichert, ja, stimmt. Richtig. Wir waren ja nicht voll geheilt. Ah, so tötet man die effizient. Genau. Ich habe vorhin schon kurz herausgefunden, dass wenn sie noch nicht aktiviert sind, wenn sie noch in Steinform sind und man da drauf springt, dass man ihnen auch noch schaden kann. Ja, aber das ist eher selten, dass das funktioniert. Ja. Ja, gib her den Scheiß. Nom nom nom, Pfirsich. Weiß ich nicht, magst du Pfirsiche? Mehr oder weniger, ja. Da gibt's Obst- und Gemüsesorten, die ich weniger mag. Aber ich bin Was magst du uns am wenigsten von Gemüse? Am wenigsten? Naja, so mit sowas wie Brokkoli. Der Klassiker. Dings. Spinat. Spinat geht eigentlich, Spinat. Ja, mit Spinat bin ich schon früh in meinem Leben Freund geworden, aber... ja, ich meine, ist jetzt nichts Schlechtes, oder? Ich bin jetzt auch nicht der Typ der total gesunden Ernährung. Aber dafür muss ich mich auch nicht unbedingt mit allem überfressen. Ja. Also bei mir ist so eher Mitte. Ich hab's ganz halt eher mit Fisch, ne? Das ist eher so meine Lieblingswelt der Ernährung. Fisch ist genau mein Ding.
Was erklärt, warum ich sehr oft Fisch esse. Sei es das Toast, Lachsbrötchen oder sonst irgendwas. Hauptsache Fisch ist da. So, rechts, Mitte. Für all die Leute, die mit Fisch nichts anfangen können und sich das Ende dieses Monologs schon sehnsüchtig erwartet haben. Ich kann meine mit Güte. Fisch auch nichts anfangen. Wie schön, dass wir für jeden Zuschauertyp was gemacht haben. Was war das jetzt? Betrug? Oh, beide auf einmal. Das ist sogar einfacher. Weil, wenn ich da mehrfach killen kann. Das landest du sogar schon auf beiden gleichzeitig. Ja, ja. Das kann man extrem gut zum Farmen nehmen. Ja. Das ist halt so der Farming-Bereich, wenn man das hinbekommt. Einer hatte keine Lust mehr drauf. Man bekommt jetzt schon nach einer Zeit 1000 Punkte, wenn man auf die Gegner drauf springt. Das trainiert halt extrem hoch. Ihr seht's ja, hier steigen die Level ohne Ende. Und das ohne, dass ich noch überhaupt die Gegner besiegt hätte. Gar nicht dran zu denken. Bam! Und so könnt ihr halt auch wirklich Level farmen. Es dauert halt nur eine Weile. Nach einer Zeit bekommt ihr sogar noch mehr. Also es gibt wirklich da Möglichkeiten, da farmt man extrem Punkte. Ihr seht es ja jetzt schon. Ich bin ja jetzt schon am nächsten Level Up wieder dran. Und das sehr gut. Und vor allem die Viecher bringen auch extrem viel. Also wenn du jetzt siehst, fast 2 Level mit denen verdient. Mhm. Aber Leute, das machen wir dann im nächsten Part. Es ist leider sehr, sehr heiß hier. Aber wir werden gleich weiter drehen. Und danach gönnen wir uns eine große Pause.